Herzlich willkommen hier bei der Missionsgemeinschaft BMG auf dem Buchenauer Hof. Was in aller Welt tut Gott? Ist diese Pandemie eine Strafe Gottes? Ist das der Anfang einer Welteinheitsregierung, was wir jetzt so in den Anfängen erleben? Kommt Jesus morgen wieder oder vielleicht gar schon heute? Das sind Fragen, die viele Christen momentan bewegen. Dazu gibt es auch ganz viele Antworten im Internet, auf Videoclips. Doch ich möchte heute Morgen diesen Blick wegrichten von diesen Fragen und unseren Blick auf etwas ganz anderes richten. Nämlich, ich möchte euch mitnehmen in die Kapelle des Buchenauer Hofs, hier im Schloss, wo wir wunderschöne Räumlichkeiten als DMG haben. Dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort in Deutschland. Zumindest empfinden das ganz viele Menschen, die hier das erste Mal auf den Buchenauer Hof und in die Schlosskapelle eintreten. Für uns als DMG-Team ist es auch etwas Besonderes, dass wir jeden Tag hier für unsere Missionare aller Welt beten können. Dieser Ort, dieser Kapelle ist ein Ort des Gebetes. Als die DMG in den 70er Jahren den Buchenauer Hof erwarb, war der Vers wichtig: Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Der damalige Leiter Bruno Herrn ließ von den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt, die für die gesamte Welt und die Völker beten, diesen Vers anfertigen und hier in der Kapelle aufhängen. Was die DMG damals nicht wusste, brachte dann etliche Jahre später ein Ahnenforscher ans Licht. Mennoniten hatten hier im 17. Jahrhundert nach dem 30-jährigen Krieg sich ansiedeln dürfen, nach einer Zeit der Verfolgung, und sie hatten in ihren Wohnstuben genau diesen Vers: Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. So wie bis heute viele russlanddeutsche Gemeinden ihr Versammlungsgebäude als Bethaus bezeichnen. Wir als DMG-Gemeinschaft wollen in dieser Tradition weitergehen und beten nun schon seit vielen Jahren für die Völker dieser Erde von diesem Ort aus. Dieser Vers, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, der steht im Zusammenhang mit der Tempelreinigung. Als Jesus nach Jerusalem kommt, findet er den Tempelbezirk überlagert mit Händlern, die Geschäfte machen. Doch der Vorhof des Tempels war eigentlich für die Heiden, für die nicht-jüdischen Völker vorgesehen. Und Jesus räumt damit auf. Er macht dem Geschäfte machen und dem Geldtreiben ein Ende. Für die Händler war das keine Krise, für die Händler war das eine Katastrophe. So wie momentan viele auch diese Corona-Pandemie als Katastrophe erleben. Aber Jesus möchte den Zugang frei machen, dass Menschen wieder Gott begegnen können. Mit einer Geißel, also einem Strick, in dem scharfe Gegenstände eingeflochten war, trieb Jesus die Händler aus dem Tempelbezirk. Mit einer Geißel wurde Jesus ans Kreuz getrieben. Dort am Kreuz starb Jesus. Nicht allein für die Juden, sondern für die gesamte Menschheit, für die gesamte Völkerwelt. Das Heil kommt aus den Juden, so lesen wir beim Apostel Johannes, aber es gilt für die gesamte Welt. Und diese Botschaft muss zu den Menschen. Seit über 70 Jahren beteiligen sich DMG-Missionaren daran, Menschen diese gute Nachricht zu verkündigen. Ob das die Inuits in Alaska sind oder die Canelas in Brasilien, ob das Menschen auf Papua-Neuguinea sind oder im zentralasiatischen Hochland, Berber in Nordafrika oder Beduinen in Ägypten. Alle sollen diese Botschaft hören. Und daran beteiligen wir uns als DMG. Doch momentan sind Kontaktsperren, Ausgangssperren verhängt. Ein Besuch von Haus zu Haus ist fast nicht möglich. Versammlungsräume, Gottesdienste sind geschlossen. Und dennoch bahnt Gott sich seinen Weg über das Internet. Gestern durfte ich an 3 Gebetstreffen über das Internet teilnehmen. Ich war da verbunden mit Christen aus Peru, aus Russland, aus Spanien.
Menschen versammeln sich zum Gebet, aber sie hören auch Gottes Wort und über das Internet erfahren mittlerweile Millionen von Menschen, dass Jesus auch für sie am Kreuz starb. Unzählige Gottesdienste werden momentan im Internet abgehalten. Ich selber habe viele Jahre in der Türkei gearbeitet, wo in den letzten Monaten und Jahren viele ausländische Mitarbeiter ausgewiesen wurden. Kürzlich bekam ich mit, dass eine türkische Gemeinde ihren Gottesdienst im Internet abgehalten hat. Sonst kamen 20 zum Gottesdienst, jetzt haben 200 teilgenommen. Gestern hörte ich von einem türkischen Gottesdienst, an dem 3000 Teilnehmer am Internet bei diesem Gottesdienst dabei waren. Welche wunderbaren Möglichkeiten tun sich derzeit auf? Übrigens 97% der Weltbevölkerung hätten Zugang zum Evangelium. Vielleicht nicht in ihrer Muttersprache, aber in einer Sprache, die sie verstehen. Prognosen gehen davon aus, dass in 3 Jahren jeder Mensch dieser Erde ein Smartphone besitzt. Die Chinesen mit ihrem großen Wirtschaftsprojekt der neuen Seidenstraße tragen mit dazu bei, dass alle Welt Zugang zum Internet bekommt. Christen haben von Anfang an die Medien verwendet. Radiowellen, das Fernsehen und jetzt auch das Internet, um die gute Nachricht zum Menschen zu transportieren, die sie noch nie gehört haben. Das Evangelium muss verkündigt werden allen Völkern. Das ist der 2. Bibelvers, der hier in der Kapelle hängt. Und er erinnert uns an diesen doppelten Auftrag, den wir haben, für die Völker dieser Welt zu beten, aber ihnen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Jetzt während der Corona-Seuche steht vieles still. Nimm dir doch einfach einmal Zeit und denk drüber nach, wie kannst du die gute Nachricht von Jesus anderen Menschen bringen? Vielleicht durch eine WhatsApp-Nachricht, einen Instagram-Post oder ein Telefongespräch. Oder einfach die Bereitschaft im Gebet, hier bin ich, Herr, sende mich. Gott will dich und mich gebrauchen. Er gebraucht dazu schwache Menschen. Er gebraucht Radiosendungen mit Empfangsstörung. Er braucht Online-Gottesdienste mit Bild und Ton, die nicht synchron einhergehen. Doch das Evangelium muss verkündigt werden allen Völkern. Dass alle Welt die Botschaft von Jesus hört, ist unser Herzensanliegen als DMG, weil wir darauf warten, dass der Herr Jesus kommt. Deswegen gilt es für die Gemeinde Jesu, die Botschaft in die Welt zu tragen und mit den leidenden und verfolgten Geschwistern zu flehen und zu rufen, Maranatha, komm, Herr Jesus.